Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserer Baustelle. Ich bin der Michael und heute geht es um das Verlegen bzw. das Sanieren von Wasserleitungen. Unser Haus ist gut 55 Jahre alt. Wir haben als Kaltwasserleitungen verzinkte Stahlleitungen verbaut und Kupferleitungen für das Warmwasser. Und an sich sehen die Leitungen noch ganz gut aus, aber eben leider nur von außen. Was müsst ihr beachten, wenn ihr Trinkwasserleitungen selber verlegen wollt? Dazu habe ich mir was rausgesucht von der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, § 12 Kundenanlage. Und da zweitens steht, die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Da steht natürlich noch viel mehr drin, aber das sind die beiden wesentlichen Punkte, wenn ihr Wasserleitungen bei euch im Haus selber sanieren wollt. So, was heißt das jetzt für euch? Wenn ihr Laie seid, so wie ich, ihr dürft sie nicht neu bauen, also wenn keine drin ist, dann dürft ihr das nicht, das muss ein Installateur machen. Und ihr dürft sie nicht wesentlich verändern. Warum steht es da drin? Wenn ihr die Wasserleitungen so baut, dass da zum Schluss irgendwelche Totwassergebiete entstehen, wo Wasser halt drin stehen bleibt und nicht mehr ausgetauscht wird, dann entwickeln sich da Bakterien. Und da das alles mit dem Trinkwassersystem von eurem Trinkwasserversorger verbunden ist, über die Hausanschlussleitung, können die sich halt ausbreiten. Und sie können sich natürlich auch bei euch im Haus ausbreiten. Und das wollt weder ihr, noch will es natürlich der Versorger. Und deshalb ist es einfach verboten, dass ihr das selber macht. Weil als Laie wisst ihr einfach nicht, worauf ihr achten müsst. Deshalb dürft ihr die Trinkwasserleitungen bei euch in eurem Haus nicht selbst errichten. Und ihr dürft sie nicht wesentlich verändern. Was heißt wesentlich verändern? Das steht nicht drin. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr irgendwas an eurer Trinkwasseranlage verändern wollt und ihr seid euch nicht sicher, ob das zulässig ist, fragt den Installateur. Was ihr in jedem Fall machen dürft, und das werde ich heute machen, ist alte Leitungen abbauen und durch neue Leitungen ersetzen. Also eure Trinkwasserleitungen sanieren. Und dann schauen wir uns jetzt die Katastrophe mal an. So, da ist unser Hausanschluss. Wasseruhr ist neu, die alte war kaputt. Dann haben wir hier einen neuen Filter und Druckminderer. Und ab da geht das Elend los. Das sind alles alte Stahlleitungen. Und die hier, das ist die, die quasi, das ist die, die hier vorher war. Und da zeige ich euch mal, wie das so aussieht nach 50, 60 Jahren. So, ich denke, ihr habt es einigermaßen erkannt. Das heißt, wo ich gesehen habe, wie diese Leitung von innen aussieht. Wie gesagt, wir haben die nur ausgetauscht, weil halt der Wasserfilter hier. Nicht Filter, doch der Wasserfilter und der Druckminderer, weil das kaputt war. Und wo ich halt die Leitung von innen gesehen habe, habe ich gesagt, okay, alles klar, das machen wir alles neu. Das heißt, ich fange heute an mit der Leitung, die in die Küche geht. Das ist bei uns ein Strang, der geht im Prinzip zur Waschküche, teilt sich vorher auf, einmal in die Garage, Waschküche, dann zur Küche und da endet der. Ich werde ab hier die Leitungen, die zur Küche gehen, austauschen. Und dann geht die Leitung hier entlang. So, und dann haben wir hier unsere Waschküche. Und da läuft die Leitung bis zur Küche. Und zwischendrin ist ein Abzweig für die, also hier kommt ein Waschbecken hin und ein zweiter Abzweig für die Waschmaschine. Die mache ich auch alle neu natürlich. Und wir haben hier schon einen Teil der Leitung rausgenommen und haben hier einen Stopfen gesetzt. Als wir halt oben die Küche gemacht haben, haben wir die Leitung schon rausgenommen. Und ich werde jetzt als allererstes diesen stopfen, weil ich habe keinen anderen. Den werde ich jetzt rausnehmen und dann werde ich die Leitung im Hausanschlussraum werde ich dort verstopfen, sodass halt in dem Strang, der zur Küche geht, kein Wasser mehr fließt. Das heißt, hier werde ich den Stopfen reinsetzen und damit ich den da reinsetzen kann, werde ich jetzt hier die Leitung kappen, damit ich sie hier rausschrauben kann. Ah.
So. So Leute, das Erste, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, versucht das gar nicht erst mit einer Wasserpumpenzange neben einer Rohrzange. Die Rohrzange, die ich dachte, sie wäre hier auf der Baustelle, ist nicht da. Ein Gewürge. Aber es ist ab. Jetzt nehme ich den Stopfen raus. So, jetzt nehme ich Hanf. Und ein Dichtmittel. Und den drehe ich jetzt da rein, wo ich gerade die Leitung rausgeschraubt habe. So. So, das erste ist erledigt. Die vorhandenen Leitungen sind jetzt dicht. Und vor allen Dingen die, die nach oben ins Obergeschoss geht. Und jetzt drehe ich das Wasser auf und schaue, ob das dicht ist. Das sieht gut aus. Das ist jetzt für uns halt eine Übergangslösung für ein Wochenende, damit halt oben das Wasser läuft. Gut. Dann kann ich jetzt die alte Leitung komplett rausnehmen und dann kann ich anfangen, die neue Leitung zu verlegen. Dieser ganze Scheiß, der hier unter der Decke ist, der geht hoch ins Bad und das fliegt alles komplett raus. Das wird auch nicht erneuert, sondern die Leitung fürs Bad, die geht dann komplett anders lang. So, die ganzen Leitungen sind raus, der ganze alte Scheiß, der raus soll. Und ich habe den Verlauf der Leitungen, wie sie jetzt drankommen, komplett angezeichnet. Warmwasser, Kaltwasser, hier jeweils geht die runter. Ich habe hier schon Wandscheiben montiert für Wasserhähne fürs Waschbecken und den Wasserhahn für die Waschmaschine. Ich habe hier auch angezeichnet die Leitungen, die dann aus dem Hausanschlussraum kommen. Und im Hausanschlussraum mache ich es ein klein wenig anders, als es war. Ich setze hier einen Absperrhahn hin, dass ich dann im Prinzip die Leitung, die zur Küche geht, absperren kann. Den hat man bisher nicht. Und den setze ich hier oben drüber, parallel zu den anderen. Und hier geht dann im Prinzip die Hauptleitung Richtung Küche raus. Und ein zweiter Hahn kommt dann hier in die Leitung, wo ich dann die Zuleitung zur Garage absperren kann, dass wir die im Winter zumachen können. Die geht dann letzten Endes hier raus. Hier ist der Rest der alten Leitung noch. Ich habe mir jetzt sowohl den Verlauf der Leitungen angezeichnet, als auch direkt schon die Löcher, wo die Schellen dran kommen. Denn die Leitungen werden ja befestigt. Und zwar mit diesen hier. Mit Gummieinsatz, dass sie schallisoliert sind, dass man das Rauschen vom Wasser nicht hört, wenn das halt in der Wand oder an der Decke verschraubt ist. Die befestige ich mit einem maximalen Abstand von 80 cm. Es gibt auch ein paar Bereiche, da sind die näher beisammen, je nachdem wie der Verlauf ist, aber maximal 80 cm. Und die werden in Dübel geschraubt und für die Dübel bohre ich jetzt die Löcher. So, jetzt ist alles vorbereitet. Ich habe jetzt alle Schellen montiert, damit ich auch gleich einfach nur die Leitungen verlegen brauche und nicht noch irgendwo Schellen legen muss und reindrehen muss und bohren muss, sondern ich lege halt die Leitung einfach jetzt in die Schellen rein. Ich habe in der Waschküche die Wandscheiben schon dran, kann dort also die Leitungen komplett auch verlegen, kann mir die Längen der Leitungen direkt abmessen von den Wandscheiben. Und nur in der Küche habe ich noch keine dran. Dort lege ich im Prinzip die Leitungen mit etwas Zugabe im Prinzip einfach hoch. Und für die Küche, wo ich halt neben den Wasserleitungen auch noch die Abwasserleitung legen muss, mache ich ein separates Video, weil da gibt es auch einiges zu beachten. Das heißt, ich habe mir das alles so vorbereitet, dass ich die Wasserleitung jetzt ratzfatz abmessen, schneiden, biegen, vorbereiten und einbauen kann. Dann kommen wir jetzt zu den Leitungen.
Ich habe mich für Alu-Verbundrohr entschieden. Alu-Verbundrohr heißt Alu, wie der Name schon sagt. Die haben ja vorne so Stopfen drin, die solltet ihr auch immer reinmachen, dass ihr keinen Dreck in die Leitung bekommt. Und dieses Verbundrohr ist so aufgebaut, ihr habt in der Mitte ein Alurohr und ihr habt innen eine Kunststoffschicht und außen eine Kunststoffschicht. Das heißt, das eigentliche Rohr ist das Alurohr und es ist aber einfach durch diese Kunststoffschichten geschützt und durch die innere vor allen Dingen kommt das Trinkwasser auch nicht mit dem Alu in Kontakt. Es ist leicht, es ist günstig, lässt sich problemlos ohne teure Spezialwerkzeuge biegen und verlegen und lässt sich mit einem sehr, sehr, sehr teuren Spezialwerkzeug verbinden und ist DVGW zugelassen. Das ist natürlich ganz wichtig fürs Trinkwasser. Gibt auch welche ohne diese Zulassung, die könnt ihr dann nur für Heizung verwenden. Und es ist temperaturbeständig. Dieses speziell bis 95 Grad, also für eine Betriebstemperatur von 95 Grad ist es ausgelegt. Allerdings ist es angegeben mit einer Lebensdauer von 50 Jahren bei maximal 70 Grad. Deshalb sage ich jetzt halt für uns, es ist eigentlich für 70 Grad geeignet. Hat der Bub da eben teures Spezialwerkzeug gesagt? Ja, hat er. Die Rohre werde ich verpressen. Und das Verpressen werde ich mit einer elektrischen Presszange machen. Das Ding kostet mit drei Pressbacken über 800 Euro und es schlägt halt schon ordentlich zu Buche. Ich habe das Thema Trinkwasserleitungen selber machen jetzt ein halbes Jahr vor mir hergeschoben, halt so lange, wie wir wissen, wie unsere Leitungen von innen aussehen, weil ich mich halt einfach davor drücken wollte, diese 800 Euro für diese Presszange auszugeben. Es gibt auch Schraubfittinge für das System, es gibt auch manuelle Presszangen, die kosten so um die, ich glaube, 100 Euro, 150. Verlinke ich euch unten mal. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, so eine elektrische Pressmaschine zu kaufen, weil wir werden die Leitung im ganzen Haus neu machen, inklusive der Heizung. Ich will, dass sie dauerhaft dicht sind und ich will da nicht ewig dran rummachen. Wenn wir das mal gegenrechnen, ihr könnt euch sowas natürlich auch leihen, das habe ich vergessen zu erwähnen, ihr könnt euch so eine Presszange ausleihen. Also wenn ihr das an einem Wochenende, das was ihr an Leitungen neu machen wollt, wenn ihr das an einem Wochenende macht, dann leiht euch so eine Zange. Das ist dann die günstigste Lösung meiner Meinung nach. Die kostet so um die 50 Euro für einen Tag oder für ein Wochenende, was ich mir so angeschaut habe. Wenn ihr nur drei Fittinge setzen wollt, könnt ihr euch auch so eine manuelle Zange kaufen. Da sehe ich bei dreien auch überhaupt kein Problem. Man kann ja da auch, wenn die wirklich undicht sein sollten, was ich auch nicht glaube, aber man liest davon, kann man ja auch noch ein, zweimal nachsetzen. Das ist ja auch kein Problem. Um das mal noch preislich einzuordnen, ein Installateur würde bei uns vom Hausanschlussraum Leitungen hoch ins Bad zu legen und dort halt für Dusche, Bad, Toilette etc. aufzuteilen, so um die 3.000 Euro verlangen. Das heißt, die 800 Euro für die Presszange machen sich eigentlich heute, wenn ich hier die Leitungen reinlege, schon bezahlt. Ich verlinke euch die manuelle Presszange, die elektrische, die Schraubfittinge, die Leitung. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung. Dann zeige ich euch jetzt, wie ihr die Rohre zuschneidet, vorbereitet und einbaut. Ihr könnt die mit der Hand biegen. Ihr könnt dazu auch, das zeige ich euch gleich noch, das ist so eine Biegefeder, könnt ihr mit der genauso machen. Die nimmt man dazu, wenn man die dann halt biegt, die Rohre, wenn man richtige Biegungen reinbringt, dass das Rohr nicht gequetscht wird beim Biegen. Aber um das gerade zu machen, braucht er das nicht. Ich fange jetzt mit den Leitungen, die direkt zu den Wandscheiben gehen, an. Also zu den Wasserhähnen letzten Endes. Und das sind die dünnsten. Das heißt in dem Fall 16 mm, 16 mal 2. Jetzt schneide ich das einfach mit so einer Rohrschere. Ihr messt das ab und dann schneidet ihr es einfach ab. Als nächstes müssen die Enden von dem Rohr kalibriert werden. Durch die Schere quetscht ihr das Rohr prinzipiell. Das heißt, es ist dann nicht mehr rund, sondern oval. Und das zweite ist, ihr habt hier vom Abschneiden einen Grat dran. Sowohl innen, und der ist eigentlich der wichtige, als auch außen. In den Fittingen ist ein O-Ring drin, eine Dichtung. Und wenn man das jetzt hier drauf schiebt, ohne dass man es vorher kalibriert und entgratet hat,
dann dichtet der O-Ring nicht und im schlimmsten Fall beschädigt man den O-Ring durch den Grat. Und deshalb gibt es solche Kalibrier- und Entgratwerkzeuge. In dem Fall entgratet das mit der Schneide sowohl innen als auch außen. Mit diesem Teil wird es kalibriert, also es wird auf den richtigen Durchmesser gebracht. Und durch diese Klingen werden die Grate hier entgratet. Und so sah es vorher aus. Ihr seht, es ist leicht oval. Wenn ich das so drehe, seht ihr, wie das eiert. Und es sind Grate dran. Und nach dem Kalibrieren ist es rund und entgratet. Ihr seht, habe ich ja schon ein bisschen was vorbereitet. Die Rohre, die zu den beiden Wandscheiben führen, sind schon drin und sind hier schon verbunden. Das ist jetzt noch nicht verpresst. Ich stecke das erst alles zusammen, komplett, bevor ich es dann verpresse. Und jetzt habe ich halt hier noch eine Wandscheibe und für die ist das Rohr. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das entgratete Ende reinstecke und mir das andere nicht beschädige. Das passt gar nicht genau rein. Ihr seht, ich habe es ein bisschen länger gelassen. Das Rohr kommt hier oben in diesen Fitting. Das heißt, hier oben läuft die Warmwasserleitung lang, hier läuft die Kaltwasserleitung lang in dem Fall. Und die überschneiden sich hier. Das heißt, ich muss die Leitung jetzt hier erst nach vorn biegen und dann entsprechend wieder parallel und werde hier oben die Leitung nach vorn versetzt verlegen, dass sich die beiden Leitungen hier nicht überschneiden. Und damit ich das besser biegen kann, habe ich es ein bisschen länger gelassen. Das heißt, ich mache jetzt erst diese Biegung hier. Da brauche ich halt ein bisschen länger, dass ich gut angreifen kann. Dann schneide ich es mir hier auf die richtige Länge und kalibriere die andere Seite noch. Das heißt, dazu nehme ich jetzt die Biegefeder. Es ist ein bisschen eng. Ich hätte die Schelle weiter unten setzen sollen. Dann hätte ich ein bisschen mehr Luft zum Biegen gehabt. Ich probiere das jetzt so. Zur Not mache ich es nochmal neu und setze die Schelle ein Stück runter. So, das heißt, hier biege ich es jetzt. Und man kann das jetzt durch diese Biegefeder in einem sehr engen Radius biegen. Ah, scheiße. Deckt die Wandscheibe auf jeden Fall ab, wenn ihr sowas macht. Dass da kein Dreck reinkommt und könnt Dinger wegschmeißen. Ich habe die jetzt doch nochmal runtergesetzt, weil ich einfach die Biegungen nicht so eng hinbekomme, wie ich dachte. Es ist ja auch das erste Mal, dass ich das heute mache. Und somit käme der Fitting so 5 cm zu hoch ungefähr. Beziehungsweise der Anschluss vom Fitting käme genau in die Biegung rein. Das funktioniert natürlich nicht. Und deshalb habe ich die jetzt runtergesetzt. Bringe jetzt den Fitting drauf und werde hier unten nochmal ein Stück abschneiden, die Leitung halt insgesamt so 5 cm nach unten setzen. Und dann ist der Fitting auch auf der richtigen Höhe. So, dann setze ich den Fitting drauf. Und jetzt seht ihr, da sind so Löcher drin. Und wenn ihr das Rohr reinschiebt, seht ihr das Rohr durch diese Löcher. Und dann wisst ihr, der Fitting ist richtig auf dem Rohr drauf. Bei diesen Biegungen müsst ihr darauf achten, das muss ja noch isoliert werden. Also ihr müsst nicht nur die Rohre aneinander vorbeibekommen, sondern ihr müsst auch genügend Abstand halten, dass die beiden Isolierungen aneinander vorbeikommen. Das heißt, auf diese Art und Weise werde ich jetzt hier alle Rohre zuschneiden, biegen, kalibrieren und einbauen.
So, sind jetzt alle Leitungen verlegt. Ich habe die Leitungen hier in so einem Knick verlegt, weil wenn die eine gewisse Länge haben, dann müssen die sich bei Wärme und Kälte ausdehnen können, beziehungsweise zusammenziehen können. Und wenn man so einen Knick drin hat, so einen S-Schlag wie hier, dann kann das halt entsprechend arbeiten. Und das habe ich einmal hier den Knick, dann ist hier im Prinzip der nächste, hier habe ich 90 Grad Verbinder, einfach weil sich das auch gar nicht anders verlegen ließ an der Stelle. Da kann sich das im Prinzip auch bewegen in beide Richtungen. Und hier hinten im Eck letzten Endes auch. Das kann auch arbeiten, das kann sich bewegen. Das muss man machen, damit die Leitungen nicht, wenn die, wie gesagt, sich ausdehnen oder zusammenziehen, dass da halt Kräfte entsprechend drauf wirken. Hier habe ich jetzt nur so ein kurzes Stück, das habe ich mit der Zange zugepresst, damit kein Dreck reinkommt. Das verpresse ich nicht. Das habe ich jetzt nur reingesteckt, weil ich halt die Leitung, die in die Garage geht, jetzt noch nicht baue. Wenn ich dann halt hier den Hahn zudrehe, dann ist das ja auch dicht. Das heißt, wenn ich dann die Leitung weiter verlege, nehme ich den raus und lege dann die richtige Leitung rein. Ich habe alle Leitungen verlegt und zusammengesteckt und das heißt, jetzt werde ich mit der Radialpresse alle Fittinge verpressen. So, beim Verpressen jetzt auf jeden Fall nochmal darauf achten, dass das Rohr richtig drin steckt. So, und dann einfach die Pressbacken drumherum legen. Die greifen hier in diesen weißen Kunststoffring ein. Und dann darauf achten, dass das im 90-Grad-Winkel steht und nicht verkippt ist. Bevor ich jetzt hier die Eckverbinder verpresse, kommt jetzt hier noch eine Dämmung drauf und auch hier, damit die Leitungen hinterher zum Mauerwerk, also sprich das wird ja wieder zugemacht hier, das wird zugemauert und verputzt, damit die entkoppelt sind, kommt jetzt hier eine Dämmung drüber. Den verpresse ich erstmal nicht, weil hier dieses Stückchen Rohr, das habe ich jetzt nur reingesteckt, dass das hier hält, dass das in Position bleibt. Hier kommt dann ein Rohr rein, wo dann diese beiden Abgänge auch entsprechend neu gemacht werden. Das ist dann der Zulauf vom Kaltwasser. Hier geht das Warmwasser raus. Das lasse ich jetzt hier so, wenn man dann die Warmwasserinstallation machen, wird hier das entsprechend auch gekürzt und dann kommt hier ein Winkel drauf. Ich habe jetzt für die Vorbereitung den ersten Teil des Videos habe ich so ungefähr einen halben, dreiviertel Tag gebraucht und ich dachte, ich brauche heute den ganzen Tag, um die Leitung zu verlegen und zu verpressen. Ich habe jetzt einen halben Tag gebraucht. Also wirklich total easy, wirklich sehr gut zu verarbeiten und das Pressen jetzt zum Schluss, wenn man da wirklich eine Pressung nach der anderen durchgeht, geht ruckzuck, überhaupt kein Problem. Wenn ihr jetzt soweit mit der Verlegung fertig seid und auch das entsprechend angeschlossen habt, dann müsst ihr die Leitung abdrücken. Das heißt, mit einer Abdrückpumpe Druck drauf bringen und den Druck muss er halten. Dazu mache ich auch ein separates Video, weil ich halt hier nicht fertig bin. Auch in der Küche sind ja jetzt die Leitungen noch nicht angeschlossen. Das kommt ja auch in einem separaten Video, weil ihr müsst ja überprüfen, ob es dicht ist. Ihr könnt es nicht einfach so lassen und dann habt ihr irgendwo eine Undichtigkeit und mauert es dann vielleicht schon ein. Ihr müsst es abdrücken, müsst prüfen, ob es dicht ist und wenn irgendwo was undicht ist, könnt ihr mit der Zange prinzipiell nochmal nachpressen. Also, wenn ihr darüber nachdenkt, in eurem Haus die Leitungen zu sanieren, mit so Alu-Verbundrohr, es ist wirklich kein Hexenwerk, es ist total leicht zu verarbeiten und es macht sogar richtig Laune. Wenn ich bedenke, was wir hier alles im Haus schon gemacht haben im letzten halben Jahr, muss ich sagen, das war eine der Arbeiten, die wirklich vergleichsweise wirklich Spaß gemacht hat. Es ist wirklich total einfach, das bekommt jeder hin, der eine Bierflasche halten kann.
Eins muss euch aber natürlich klar sein, wenn die Wasserleitungen bei euch im Haus nicht von einem Fachmann installiert wurden, dann kann das bei einem Wasserrohrbruch Probleme mit der Versicherung geben. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Wenn ihr das nächste Video schon jetzt und ohne Werbeunterbrechung sehen wollt, findet ihr unten auch einen Link, da könnt ihr Kanalmitglied werden. Und ansonsten sehen wir uns auf der Baustelle. Bis dahin. Ciao. Oh, Scheiße.